lange ich mich jetzt nicht gemeldet habe, aber es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ich weiß auch nicht warum, falls ihr im Hintergrund so knabbern hört, das bin nicht ich, das sind die Mausis, die haben nämlich gerade ihr Stöckchen bekommen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg und zwar hole ich jetzt Jessica aus der Stadt so gesehen ab. Wir gehen ein paar Snacks holen für heute Abend. Danach werden wir einen Transporter abholen, denn heute holen wir endlich meine Couch. Meine Couch ist, glaube ich, schon seit einem Monat da. Upsi. Aber ich kam die ganze Zeit nicht dazu, dieses Ding abzuholen. Und ja, deswegen bin ich jetzt auf dem Weg. Ich mache mal kurz den Blinker aus. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg und wir holen heute die Couch. Zwei Mädels und wir gehen zusammen eine Couch abholen. Cool. Ich weiß nicht, ob wir das getragen bekommen. Das Gute ist, die Couch besteht aus zwei Teilen. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das getragen bekommen. Ich habe übrigens eben mein Auto gesehen und ich dachte mir so, ich sollte mal in die Waschanlage fahren, alles hier einfach sauber machen, weil mein Auto sieht echt so schlimm aus wie noch nie. Ich bin eigentlich eine sehr, sehr saubere Maus, was das angeht, aber irgendwie hat das hier überhand genommen mit den ganzen Shootings und ja, mein Auto sieht auf jeden Fall gerade nicht gut aus. Deswegen würde ich sagen, Autoputzen müssen wir auch auf jeden Fall mal die nächsten Tage. Hinten im Kofferraum habe ich übrigens ein Problem. Und zwar, irgendwas wird da die ganze Zeit nass. Und ich muss mir jetzt mal eine Sache überlegen, wie ich das mache. Ich habe schon überlegt, vielleicht bei DM gibt es ja manchmal so Schüsseln zu holen und da so zwei Schüsseln einfach reinzustellen, damit meine Sachen nicht andauernd nass werden. Aber ich weiß nicht, ob das von unten ist oder von oben, aber ich glaube, es ist von unten. Ja, deswegen muss ich da irgendeine Lösung für finden. Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Morgen wird richtig eklig, weil ich morgen um 8.45 Uhr bei der Ummeldungsstelle sein muss wegen dem Auto. Oh, ich hasse sowas. Ja, danach habe ich meinen Therapietermin. Darauf freue ich mich eigentlich schon. Ich würde mich aber mehr darauf freuen, wenn der nur wäre, weil der ist nämlich um 11 Uhr. Aber daher, dass ich um 8.45 Uhr schon woanders sein muss, ist ein bisschen blöd. Und dann um 15.15 Uhr haben wir einen Zahnarzttermin und das wird richtig witzig wegen dem Fasten, dass ich da nichts an Wasser oder an irgendetwas runterschlucke in dem Moment, wo die meine Zahnreinigung macht. Ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich morgen die ganze Zeit dieses Wasser ausspucken müssen und die wird zwischendurch Pause machen müssen. Aber ich versuche einfach meine Atmung durch meine Nase zu kontrollieren und dementsprechend halt nicht schlucken zu müssen. Das klingt alles ein bisschen cringe, ne? Ja, auf jeden Fall Fasten läuft die letzten Tage, muss ich sagen, Alhamdulillah, sehr gut. Mir geht es auch richtig gut. Ich habe nur die letzten Tage irgendwie, ich kann abends kaum bis gar nichts mehr essen. Mir fällt das voll schwer, abends noch was zu essen, aber ich habe das immer. Das war die letzten 5 Jahre auch schon so, dass ich immer zum Ende hin, wenn das Fasten fast zu Ende ist, dass ich dann kaum bis gar nichts mehr zu Sahur halt essen kann. Aber diesmal war es irgendwie auch schon zu Anfang so. Also keine Ahnung, das Ding ist, mir fällt es leichter, wenn ich nicht alleine bin und mein Fasten breche oder zu Sahur esse. Aber wenn ich alleine bin, muss ich sagen, fällt es mir sehr, sehr schwer, da noch was zu essen. Erstens, weil ich zu faul bin, mir meistens irgendwas zu machen. Das kommt halt auch noch dazu. Aber größtenteils halt, weil ich keinen Hunger habe. Ich habe irgendwie dieses Hungergefühl momentan zu Sahur nicht. Ich habe gestern auch nur so ein bisschen gegessen. Hauptsache, dass ich irgendwas so ganz bisschen in meinem Magen habe. Aber ich hatte gestern auch, muss ich sagen, ganz Iftar einfach Kopfschmerzen und das Grauens. Und ich habe jetzt seit locker, boah, lass mich nicht lügen, aber ich würde sagen, seit einem halben Jahr habe ich keine Schmerztabletten mehr genommen. Und jetzt zu Ramadan habe ich den einen Tag eine nehmen müssen, weil ich so stark Kopfschmerzen hatte. Und gestern dachte ich mir so, also entweder es wird morgen besser, weil ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Schmerztabletten nehmen, wegen Kopfschmerzen, das funktioniert nicht. Oder ich muss morgen einen Tag aussetzen und das Fasten dann so gesehen halt nachholen, habe ich auch schon gemacht. Wenn es mir halt gar nicht gut geht und ich den ganzen Tag Kopfschmerzen habe, dann kannst du nicht durchgehend fasten und du darfst dann ja auch nicht fasten, sondern du fastest dann so gesehen den Tag nicht mit, aber fastest danach. Und ja, Gott sei Dank, Alhamdulillah, mir geht's heute gut. Ich habe keine Kopfschmerzen, ich bin aber auch mit meiner Kühlmaske dann eingeschlafen, weil ich Angst hatte, dass es sonst halt die ganze Zeit ist. Ich habe gestern auch nicht so viel getrunken, muss ich ehrlicherweise zugeben. Das Trinken fällt mir irgendwie leichter, wenn ich alleine bin. Ich habe doch keine Ahnung. Also manche Sachen fallen mir leichter, wenn ich alleine bin, manche fallen mir einfacher, wenn ich nicht alleine bin. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Ich war in Hose. Wir haben so ein Riesenauto bekommen. Ich kann nicht mehr. Und dann auch noch Gangschaltung. Wusste ich überhaupt, da ist Gangschaltung. Okay. Das wird eine witzige Autofahrt. Wie fahre ich? Super. Also ich muss sagen, Leute, wir waren jetzt zu Hause. Ich schwöre, ohne Jessica, ich wäre am Arsch.
Was nicht gut? Du fährst wirklich gut. Achso, okay. Ich wäre ohne Jessica wirklich am Arsch. Wir waren jetzt bei mir, wir sind kurz in den Keller gegangen, haben noch ein paar Sachen mitgenommen, weil diese halbe Stunde, das ist, wenn du umziehst, ist wirklich viel an Zeit, was dann verloren geht. Das haben wir jetzt schnell weggebracht. Jetzt fahren wir die Couch abholen. Und ich hoffe, wir mutieren gleich mal ganz kurz für so 20 Minuten zu Hulk, um die Couch tragen zu können. Aber ich habe die Hoffnung, dass die Couch wirklich in den Aufzug geht, weil dann ist ja easy. Dann ist ja wirklich nur in den Aufzug, nach oben und raus. Das Einzige, was schwer wird, ist bei mir in die Wohnung, weil wir haben noch so eine Zwischentür. Alles kriegen wir schon hin. Also wenn mein Riesensofa dadurch gepasst hat, wird es ja wohl passen. Wie schieben wir das da rein? Wir treten einfach. Ja. Und wenn nicht, werfen wir das einfach auf... oh. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Und du bleibst einfach stehen, anstatt still. Was? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Das war jetzt ein richtiger Vorführeffekt. Leute, alle guten Dinge sind drei. Mir ist zum dritten Mal passiert. Ich kann nicht mehr. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, keine Ahnung. Egal, wir melden uns gleich, wenn die Couch da ist. Ich hoffe, die sieht schön aus, ne? Mhm. Weil wenn die nicht schön aussieht, lassen wir die einfach da. Ja, dann habe ich mir Geld gespart, Auto wegzubringen. Leute, eine Stunde. Leute, wir haben ein kleines Problem. Wir haben 17 Uhr, 18 Uhr muss das Auto zurück sein. Die Couch wiegt 8000 Kilo. Was, kannst du mich kurz nach Leverkusen Mitte bringen? Ich muss ganz dringend nach Leverkusen. Ich kann nicht mehr, Leute. Wir sind am Arsch. Wir sind wirklich am Arsch. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber wir sind am Arsch. Egal, wir schaffen das irgendwie. Ja, boah, Leute, ich kann nicht mehr. Also wenn ihr denkt, der Lastwagen ist klein, ne? Der Lastwagen ist einfach... Ja, stell dich davor. Ja, der ist... Nee, der ist riesig. Okay, wir schaffen das. Wie auch immer. Leute, ich finde es so witzig mittlerweile, dass ich mich jedes Mal melde, wenn ich Jessica weggebracht habe. Es ist einfach so, ich weiß nicht, dann habe ich so genug Zeit zum Quatschen, bis ich so Richtung Autobahn fahre. Boah, Leute, ihr wisst nicht, was es heute für ein Film war mit dieser Couch. Die letzte Einblendung, die ihr gesehen habt, war ja mit der Couch. Ey, oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass diese Couch so schwer wird. Und irgendwie habe ich die Couch auch kleiner in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Möbel bestellt, dass man das immer kleiner im Kopf hat, als wie es dann eigentlich im Endeffekt ist, wenn du es abholst. Wirklich, wow. Einfach wow, was soll ich euch sagen? Feder hat mich gefragt nach einer Roomtour. Eigentlich könnte ich euch wirklich eine Roomtour abdrehen, weil es ist ja alles so, wie es jetzt sein soll. Aber ich muss mal gucken, wann ich das Ganze hochlade. Weil ich habe die Couch jetzt auch nicht ganz gegen die Wand gestellt und so. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass nachher irgendwas an die Wand kommt oder irgendwas eher gesagt an der Couch ist. Die waren schon relativ teuer. Ich habe mir jetzt ein Imprägnierspray bestellt und werde das jetzt mal an den Innenseiten, die sowieso aneinander stehen, ausprobieren, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Und dann werde ich die ganze Couch damit einsprühen, weil ich habe keine Lust, nachher die Couch einzusprühen. Und dann hast du nachher irgendwie, keine Ahnung, dass sich die Farbe verändert oder was auch immer. Deswegen mache ich das jetzt erstmal an der Stelle, wo ich auch immer sicher gehe. Das war ein sehr, sehr erfolgreicher Tag. Ich bin auch Jessica so dankbar für ihre Hilfe, Leute. Ich hätte das alleine niemals geschafft. Und also die neuen Nachbarn, die bei uns eingezogen sind in meine alte Wohnung, die haben uns sogar noch geholfen, das hochzutragen. Wir hätten das alleine niemals geschafft, Leute. Ich schwöre euch, das war so schwer. Also ich bin allgemein eine Maus. Ihr wisst ja mittlerweile, ich kann alles aufbauen, kein Problem. Aber tragen, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin einfach die kraftlose Maus, Leute. Was soll ich euch sagen? Aber dank der Hilfe haben wir es wirklich geschafft, die Couch nach oben zu tragen. Wir haben es dann irgendwie geschafft, die Couch in die Wohnung reinzudrehen, weil das war auch voll der Struggle. Dann hatten wir das erstmal kurz da stehen lassen, haben noch rechtzeitig den Wagen zurückgebracht, weil die hat nämlich auch noch bis 18 Uhr auf und wir waren perfekt fertig. Also das Universum war heute komplett auf unserer Seite und Allah dachte sich so, heute habt ihr einen richtig guten Tag. Ja, jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause. Ich werde heute noch was lesen. Ich muss morgen früh unnormal früh raus zum Ummelden, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Aber egal, das schaffen wir auch noch. Ja, jetzt fahre ich nach Hause, werde ich mein Buch weiterlesen. Ich habe heute Mittag schon wieder ultra viel gelesen und ich hoffe, fingers crossed, dass ich es schaffe, mein Buch gleich zu beenden. Das wäre natürlich bombastisch. Und wir haben vergessen, den Feed zu planen. Fällt mir gerade ein. Schlecht. Egal. Boah, Leute, ich bin so kaputt, ihr wisst gar nicht. Ich bin eben um, was war das, 8.10 Uhr aufgestanden. Ist ja überhaupt nicht meine Uhrzeit. Ich bin so müde. Ich bin erst um 2:30 oder so eingeschlafen. Eigentlich viel zu früh, weil ich noch zu Sachos hätte essen müssen. Ich konnte aber nicht mal mehr essen, weil ich war so müde und wusste, dass ich sowieso super früh aufstehen musste. Ich habe jetzt einmal das Auto umgemeldet.
und fahre jetzt sonnen. Dann habe ich meinen Therapietermin, dann lege ich mich noch was schlafen und dann habe ich meinen Zahnarzttermin. Auf meinen Zahnarzttermin freue ich mich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, ich habe eine Zahnreinigung. Ich darf kein Wasser schlucken, weil ich am Fasten bin. Das wird sehr, sehr interessant. Ich konnte den Termin aber auch nicht verlegen, sonst hätten wir das gemacht. Ja, das heißt, da muss ich jetzt heute durch. Aber das Gute ist, der Zahnarzttermin ist erst um 15.15 Uhr. Heißt, wenn ich nach Hause komme, beziehungsweise wieder zu Hause bin, weil mein Zahnarzt ein bisschen weiter weg ist, habe ich es auch schon fast geschafft. Gerade unschwer erkennen konnte. Ich war gerade sonnen. Das tat so gut, diese Wärme. Ich hoffe, ich habe mich nicht ganz so verbrannt, weil irgendwie ich sehe ein bisschen leicht gerötet aus. Das war nicht der Plan. Ja gut, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich gehe jetzt mit den Mäusen nochmal raus. Ich habe die eben nur auf die Schnelle rausgesetzt, weil ich musste mich auch nochmal beeilen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal kurz raus. Dann habe ich um 11 Uhr meinen Therapietermin und dann werde ich, glaube ich, bis 15 Uhr erstmal durchschlafen, weil ich so kaputt und müde bin. Ich habe auch so leichte Kopfschmerzen die ganze Zeit schon. Und dann fahre ich zum Zahnarzttermin. Wenn ich nach Hause komme, bereite ich mir mein Iftar-Essen vor, so dass ich das nachher nur noch warm machen muss. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später zu Iftar oder beim Zahnarzt. Ich weiß nicht. So, Leute, auf geht's zum Zahnarzt. Ich habe gar keinen Bock. Ich bin so müde. Ihr wisst nicht. Ohne Zahnreinigung. Auf dem Weg wieder nach Hause. Der hat mir nur eine Salbe unten aufgetragen gegen meine Parodontose, damit das Zahnfleisch sich ein bisschen beruhigt, bis mein Termin ist. Aber es ist schon viel, 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 viel besser geworden als vorher. Ja, das Ding ist, meine Ärztin war nicht da. Und die hatten vergessen, das einzutragen, dass ich mich nur bei ihr behandeln lasse, weil ich habe einmal so eine schlechte Erfahrung gemacht und ich bin so froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil exakt die Person, weshalb ich nicht mehr zu dem Zahnarzt gehen wollte, wollte mich heute behandeln. Never ever again. Ja, deswegen, also fahre ich jetzt wieder nach Hause, habe nur eine Salbe aufgetragen bekommen und darf ja sowieso erst in 2 Stunden oder so essen. Deswegen ist das jetzt nicht schlimm, aber ich werde jetzt, wenn ich nach Hause komme, direkt kochen, dass ich mir nur noch das Essen warm machen muss. Ja, ich werde auch das Baguette schon mal vorschneiden und alles in den Airfryer legen, dass ich einfach nur reinschieben muss, 3 Minuten kurz warm machen muss und dann bin ich auch durch. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann gleich zum Essen machen, weil ich gleich schon mal alles vorbereite. Ich hoffe, dass das Gemüse noch gut ist, weil ich habe jetzt auch nicht in die Tüten geguckt, nur um das zu machen. Und ja, Leute, dafür bin ich jetzt 1 Stunde hier hin und her gefahren. Egal, die Stunde hat meine Zeit überbrückt, aber es ist ja nicht so, als hätte ich nicht noch ein bisschen länger schlafen können, weil ich sowieso schon richtig kaputt und müde war. Ja. Es ist in 1-2 Minuten soweit. Ich habe mir jetzt Mozzarella aufgeschnitten, das Brot in den Ofen getan, mir was zu trinken geholt. Mein Wasser steht gerade noch im Kühlschrank. Gerade durch den, wie heißt das denn nochmal, das, was das Wasser reinmacht. Deswegen hole ich mein Wasser jetzt gleich raus. Hier ist das Süppchen und dann habe ich von Cinnamon von gestern noch meine 2 Zimtschnecken. Da freue ich mich jetzt sehr drauf gleich als Dessert. Die habe ich vorhin schon rausgeholt, dass die nicht ganz so kalt sind jetzt gleich, weil ich glaube, so leicht warm schmecken die besser. Und das ist jetzt mein Iftar-Meal. Ich bin mich gerade am Ready machen. Ich treffe mich nämlich gleich mit Erika und werde mit ihr auch mein Iftar brechen. Wir werden dann ein bisschen Pfeife rauchen. Ich freue mich einfach nochmal. Das wird, glaube ich, richtig cool, der Abend. Und ich habe so Hunger heute, Leute. Ihr wisst nicht, ich habe so Hunger. Ich werde heute übrigens wieder das erste Mal nach Wochen mir meine Augentapes machen, wenn ich geschminkt bin. Weil ich habe es, ja okay, ich war den einen Tag auch geschminkt, aber nur so leicht leicht. Und heute habe ich wieder Fullface. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie es wird. Oh, Entschuldigung, ich habe übrigens heute auch andere Farben verwendet. Ich bin ja sonst eher so Team leicht rötlich und heute sind wir mal ein bisschen mehr bräunlich. Meine Kamera ist auch richtig dreckig, sehe ich gerade. Aber ist nicht schlimm, ich zeige euch das Endergebnis gleich. I'm on my way, my loves. Ich bin dann jetzt auch mal zu Hause angekommen. Ich war bis gerade eben mit Erika unterwegs. War sehr, sehr schön. Ich bin jetzt nach Hause gekommen. Ich gebe jetzt den Mäusen was zu essen. Und übrigens, Leute, können wir mal kurz darüber reden, dass ich heute endlich herausgefunden habe, warum meine Haare die ganze Zeit hier nach oben stehen. Ich habe falsch geföhnt. Ich habe die ganze Zeit so oder so geföhnt. Ich habe heute das hier in 2 geteilt, also in Mittelscheitel. Habe so geföhnt. Habe so geföhnt. Reden wir über diese Babyhaare. Weil sie sind nicht da. Sie sind nicht vorhanden. Meine kleine Maus will kurz Hallo sagen. Willst du kurz Hallo sagen? Ich liebe Maus. Ja, mein kleiner Bär.
So, ich würde sagen, ich gehe mich jetzt gleich abschminken. Ich habe kaum noch Akku. Ich habe gerade diesen Kylie Jenner-Tanz nachgemacht. Ich habe locker 80 Videos gemacht. Egal. Das werde ich jetzt, glaube ich, noch posten. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr happy momentan mit meinen Haaren. Ja, okay, sie sieht das gerade schwer, weil ich musste mir hier einen Stuhl hinholen. Das Ding ist, ich habe jetzt Clip-In-Extensions drin. Warte, ich versuche euch mal hier ein bisschen so hinzustellen. Kann ich die nämlich mal kurz rausnehmen. Ich bin übrigens wegen dem Video gerade so zart. Also nicht, dass ihr denkt, what's happening? Ich hoffe, es ist ein gutes Video dabei, weil ich jetzt meine Haare rausnehme. Das sind meine Tressen. Ich muss sagen, ich finde, man kriegt halt super schön damit ein Balayage hin. Obwohl ich gar kein Balayage drin habe. Beziehungsweise ich habe so ein paar Strähnchen, aber auch nicht so viele. Krass, mein Curtainbank ist auch schon wieder so lang geworden, ne? Ich habe den bis hier geschnitten. Crazy. Das war alles an Extensions. Und das hier sind meine eigenen Haare. Crazy. Crazy. Sehen wir das? Ich weiß nicht, ob wir es sehen. Mein Gott. Das hier sind meine eigenen Haare. Can't believe. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich mittlerweile so lange Haare habe. Ja, Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ich werde mich jetzt abschminken. Mein Make-up, muss ich sagen, ist mir heute gelungen. Aber es ist halt so krass, was diese Augentapes ausmachen. Ne? Also ihr seht jetzt gerade da das Tape. Aber heftig. Was das mit meinen Augen macht, ist wirklich einfach heftig. Was soll ich sagen? In dem Licht sieht meine Haarfarbe wirklich sehr schön aus. Was krass ist, seht ihr das? Mein Naturansatz ist halt schon sehr, sehr, seht ihr das bis hier? Ungefähr rausgewachsen. Ich würde es ja auch jetzt rauswachsen lassen. Und mal schauen, wie es wird. Ich war auch 20 Minuten zu spät. Das Ding ist, Leute, ich habe mir heute einen Wecker gestellt. Ich stelle mir immer einen Wecker, wenn ich los muss, damit ich nicht zu spät losfahre. Und daher, dass ich heute das erste Mal ein bisschen Musik gehört habe beim Fertigmachen, weil ich mir Musik runtergeladen hatte, habe ich den Wecker nicht gehört. Der Wecker ist wohl gegangen und er hat immer noch geklingelt, während die Musik lief. Und ich habe nichts gehört, weil ich im Bad ganz entspannt meine Haare am Föhnen war. Und dann gehe ich so zu meinem Handy, weil ich denke mir so, boah, ich habe noch krass lange Zeit, ne? Und auf einmal sehe ich, dass der Wecker gegangen ist und wir 20 Minuten später haben. Und ich so, Erika angerufen, ich so, boah, es tut mir so leid. Das Ding ist, ich bin immer meistens ein bisschen, paar Minuten später dran. Aber 20 Minuten später, weil ich den Wecker nicht gehört habe, war schon hart. Aber egal, dafür habe ich herausgefunden, wie ich meine Haare föhnen muss, damit meine Babyhaare mir endlich nicht mehr auf den Keks gehen. Ist ja wenigstens etwas. Übrigens, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, kurzer Frisur zu haben, ne? Manchmal denke ich mir so, boah, doch. Ja, schlecht würde es jetzt auch nicht aussehen, ne? Aber it's a no. No, no. Okay, Leute, ich würde sagen, ich genieße gerade meinen Abblick, weil ich mal so schön hübsch gemacht bin die letzten Tage. Und ja, Leute, ich würde sagen, später. So, Leute, Abendroutine ist vollbracht. Ich habe meine Haare geflochten. Ich habe Rosmarinwasser auf meinem Kopf. Ich habe meine Formel Skin-Produkte benutzt. Und Leute, ich muss ehrlich gestehen, ich habe euch das... Für euch ist, glaube ich, gefühlt gestern gewesen gesagt. Aber meine Haut sah lange nicht mehr so gut aus wie gerade. Ihr habt das auch eben mit Make-up gesehen, mit richtig Tageslicht. Meine Haut sah lange nicht mehr so gut aus. Ich bin wirklich anders begeistert. Also es ist wirklich krass. Ich habe kaum noch Rötung. Ich habe keine Puste mehr. Ich habe keine unreine Haut mehr an den Stellen. Das ist wirklich krass. Die Morsis sind jetzt auch bei mir. Wir gehen jetzt Haya Bobo machen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was trinken. Ich werde mein Buch noch ein bisschen weiterlesen. Und dann werde ich definitiv schlafen. Ich bin übrigens gestern mitten in der Nacht wach geworden. Um 6 Uhr einfach. Und da lief eine Einrichtungssendung mit einer Innenarchitektin. Und boah, Leute, die hat so heftige Inneneinrichtungen gemacht. Ich war schockiert. Ich musste einfach an mein Handy, weil mein Handy liegt jetzt ein bisschen weiter von mir weg. Und musste ihren Namen eingeben. Ich muss mir ihre Seite morgen nochmal in Ruhe angucken, weil das war einfach nur wow. Aber ich freue mich so krass über meine Haut, Leute. Ihr wisst nicht, ich hatte so eine schlimme Haut. Ich habe es euch ja ein paar Mal erzählt, gezeigt und in Videos rumgemeckert. Aber ich bin wirklich happy. Ich bin wirklich richtig, richtig happy. Guten Morgen. Wir gehen jetzt unsere morgendliche Runde. Und ich würde sagen, bis später. Werde ich gleich noch meine 3 Päckchen wegbringen. Ich hatte überlegt, kurz nach Hause zu fahren, aber eigentlich, aber eigentlich lohnt sich das gar nicht mit nach Hause fahren. Deswegen, ich werde wahrscheinlich nur meine Päckchen wegbringen und dann wieder ja, zu meinem anderen nach Hause fahren, so gesehen. Und ich wollte mein Buch nachher wieder weiterlesen. Oh mein Gott, jetzt habe ich einfach alles angemacht. Ich
wollte mein Buch nachher weiterlesen. Denn ich habe eben schon weitergelesen und ich bin jetzt auf Seite 100, was war das, 174 oder so angekommen. Das Buch hat 300 Seiten und ich hoffe und habe die Hoffnung, dass ich es heute noch beendet bekomme. Ich liebe einfach dieses Buch, aber auf der anderen Seite will ich es auch irgendwie gar nicht beenden, weil ich weiß, dass es danach erstmal vorbei ist bis Ende des Jahres. Und ich bin so traurig, weil der 5. Band kommt Ende des Jahres raus, den hat sie noch nicht mal geschrieben. Und ich bin so, ich will, dass der nächste Band rauskommt. Oh mein Gott, ich könnte das einfach jeden Tag weiterlesen. Dieses Buch, also diese Buchreihe catcht mich einfach so sehr. Es ist auch leicht verstörend an die Leute, die sowas nicht lesen können. Leute, lest besser vorher die Triggerwarnung. Aber ja, also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich muss jetzt gleich hier abbiegen, deswegen würde ich sagen, melde ich mich später. So Leute, ich mache mir gerade noch ein Stück Baguette warm. Mein heutiges Iftar-Meal ist so ein bisschen zusammengewürfelt und auch sehr, sehr leicht, weil ich keine Lust habe, heute zu Sahur keinen Hunger mehr zu haben. Und diese warmen Gerichte und alles, das füllt mich so schnell. Deswegen habe ich mir jetzt eine halbe Wassermelone aufgeschnitten. Habe einmal hier diese Käsewürfel. Dann habe ich noch den Hummus von dem Tag, den ich mit Jessica gegessen habe. Und werde das jetzt einfach so ein bisschen snacken eher, weil ich schaffe das heute nicht, ein warmes Mehl zu essen. Ich weiß auch nicht, irgendwie braucht man eine Pause von warmem Essen. Und ja, mein Brot hole ich jetzt gleich aus dem Ofen. Und dann werde ich einfach so mit meinem Iftar, ja, mein Fasten brechen. Leute, ich finde einfach meine Lippenpflege nicht. Ich musste jetzt einfach sowas wie so ein Lippenstift auftragen, weil ich meine Lippenpflege nicht finde. Ich muss jetzt noch ein Video für morgen schneiden. Ich bin so kaputt und müde, dass ich gar keinen Bock darauf habe, weil, aber ich habe es einfach vergessen. Ich habe es legit einfach vergessen. Ja, und jetzt muss ich mit den Konsequenzen leben und es mitten in der Nacht um 1:30 machen. Boah, ich bin so müde geworden, Leute. Ein Vlog für morgen geschnitten, obwohl wir schon morgen haben. Die Frage ist gerade, hat sich die Uhr gerade umgestellt, dass es mir auf einmal so spät vorkommt? Ich weiß nicht. War gerade Zeitumstellung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Video lädt jetzt noch nicht hoch, sondern es wandelt erst um. Dann lade ich es hoch und ich bearbeite in der Zwischenzeit jetzt noch das Thumbnail. Dann habe ich alles nämlich für morgen fertig und kann morgen die letzten Einstellungen noch machen, weil es ja über Nacht sowieso von alleine hochlädt. Good morning in the morning, my loves. Die Sonne scheint, es ist so ein wunderschönes Wetter heute. Ich werde mich heute nicht mit Jessica treffen, weil sie doch ihre Cousine besuchen wird. Das ist aber kein Problem, denn ich werde dafür jetzt mein Buch zu Ende lesen und mit einem anderen Buch, welches ich schon angefangen habe zu lesen, und zwar Iron Flame, weitermachen danach. Ich bin mal gespannt, wie ich das Ende jetzt von Band 4 verkraften werde, weil ich weiß, dass Band 5 halt erst Ende des Jahres kommen wird, mich sehr traurig macht. Aber ja, ich werde jetzt in der Zwischenzeit auch das Wetter ein bisschen genießen. Ich habe jetzt die Balkontür aufgemacht, damit hier schöne frische Luft reinkommt, auch wenn es ein bisschen frisch draußen ist. Aber oh mein Gott, diese Sonne tut so gut. Jede Sekunde, wo Sonne draußen ist, genieße ich das einfach unfassbar. Und ja, ich werde heute, glaube ich, einen ganz entspannten Tag machen, so wie gestern auch. Ich habe nämlich gestern Nacht noch das Video geschnitten, das habe ich euch ja noch gesagt. Und demnach werde ich heute einfach ein bisschen entspannen. Dann machen wir einfach morgen das, was wir eigentlich heute vorhatten. Das ist aber kein Problem. Und ich freue mich einfach drauf. Ich werde jetzt mit den Mausis ein bisschen kuscheln, werde mein Buch lesen und mal schauen, was ich heute Abend essen werde. Ich überlege, bei Fancy Food zu bestellen. Mal gucken. Boah, Leute, was soll ich euch sagen? Diese Reihe war wirklich anders. Also Band 1 bis 4, Spannung von Anfang bis Ende, eines meiner absoluten liebsten Reihen. Ich habe noch nie in meinem Leben so krass mitgefühlt in diesen Büchern und ich freue mich so sehr auf Band 5. Also das hier ist definitiv die größte Kaufempfehlung. Ihr müsst aber dringend auf die Triggerwarnung achten, denn die Bücher sind schon wirklich krass krass. Also nichts für schwache Nerven. Wenn ihr sowas mögt, dann wird euch das gefallen. Wenn ihr eher so ein bisschen sowas nicht lesen könnt oder lesen wollt, zum Beispiel, würde ich definitiv die Finger davon lassen, weil Band 4 ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also das ist der schlimmste Band von allen und es ist wirklich definitiv auch der heftigste. Irgendwie, ich kann mich dazu nicht aufraffen, ein neues Buch zu starten. Ich bin irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich will einfach Band 5 lesen. Er kommt am erst Ende des Jahres und ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich Iron Flame weiterlese oder ob ich mit Zurück ins Leben geliebt anfange von Colleen Hoover.
Und ich überlege mir, Tim Melzer das Eis zu holen in Franzbrötchen. Wenn das die Tankstelle hat, weil ich habe gestern gesehen, die haben das Eis, aber ich weiß nicht, ob die genau diese Sorte haben. Schwierig. So, Leute, ich habe einfach dieselbe Pizza wie letztes Mal bestellt. Das war so gut. Das ist einmal Caprese und das ist einmal mit Chicken und leicht scharf. Und dann haben wir hier einmal noch Puffertiers. Das Problem ist, ich muss jetzt noch gefühlt 20 Minuten aufs Essen warten. Und mir läuft das Wasser gerade im Mund zusammen. Guten Mittag in the Mittag, Leute. Ich hätte gerade fast Good Morning gesagt, aber wir haben einfach, ich glaube, kurz vor 16 Uhr. Ich bin heute, so gegen 10 Uhr hat mich Milo geweckt und dann bin ich um 10 Uhr aufgestanden. Dann bin ich mit den Mausis runter, dann bin ich wieder nach oben gekommen. Und dann bin ich fast, ja, direkt wieder instant eingeschlafen. Ich habe noch so ein paar Sachen gepostet und auf einmal war ich so müde, dass ich einfach eingeschlafen bin. Und ich habe einfach bis kurz vor 15 Uhr geschlafen. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil das heute mal der erste Tag ist, wo ich so übertrieben lange geschlafen habe, nach einer halben Ewigkeit wieder. Und ich muss gestehen, ich habe halt auch übertriebene Rückenschmerzen. Deswegen ist es allgemein ein bisschen so, tat mal ganz gut, ein bisschen länger zu schlafen. Und ich werde mir jetzt mein Buch schnappen, mich auf die Couch setzen, was lesen. Und kurz vor Iftar werde ich mir den Rest Pizza von gestern aufwärmen, weil das werde ich auf jeden Fall noch essen. Ansonsten glaube ich auch nicht, dass ich sonst super viel in mich reingeschluckt bekomme, weil ich bin momentan einfach voll voll. Eigentlich wollte ich mich heute mit Jessica treffen, allerdings haben wir das jetzt auf den Mittwoch verschoben, weil heute ist irgendwie ein ganz komischer Tag und wir waren beide unmotiviert und dann haben wir gesagt, egal, komm, dann machen wir das Mittwoch. Und ja, mal sehen. Ich glaube, ich werde Iron Flame jetzt weiterlesen, weil ich kam gestern nicht in das Colleen Hoover Buch rein und ich will Iron Flame einfach zu Ende bekommen. Und das Ding ist, das Buch ist ja relativ dick. Ich glaube, das waren über 900 Seiten und ich bin da. Also es ist nicht weit, warte, ich gucke mal, auf welcher Seite ich bin, weil ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war 170. Ich hatte sogar 200 im Kopf, es war 170. Deswegen werde ich mich da jetzt mal dran trauen. Ich wollte gestern auch die ganze Zeit mal eine Serie oder so anfangen, aber ich bin irgendwie voll demotiviert, was so Fernsehen angeht. Und dann habe ich die ganze Zeit den Okay Ciao Podcast geguckt auf YouTube. Und ja, ich werde mich deswegen jetzt mal auf die Couch pflanzen, mein Buch weiterlesen. Und dann schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall heute noch kurz spülen, weil ich habe ein bisschen was in der Spüle und wollte mein Sofa hier mal aufräumen, weil ich ein Sofa habe, wo meine ganzen Sachen die ganze Zeit drauf liegen und da wollte ich auch mal drüber räumen. Muss noch eine Kooperation abdrehen. Vielleicht mache ich das sogar jetzt, weil ich gerade motiviert bin. Machen wir jetzt. So Leute, wir haben jetzt 18.11 Uhr. Ich habe es gerade alles aufgeräumt, meine Kooperation abgedreht. Ich werde jetzt 10 Minuten hudern, nebenbei irgendwas auf meinem Handy gucken und danach lesen. So Leute, ich bin gerade am Hulern. 10 Minuten und danach wird wieder entspannt. Leute, ich kann nicht mehr. Er ist einfach der süßeste Hund auf diesem ganzen Planeten, ja. Wie er sich da jedes Mal einkuschelt, es ist so niedlich. Er liebt es einfach, weich zu liegen. Sein Kopf muss immer wie so ein Kopfkissen haben. Sein Kuscheltier ist voll oft dabei. Und die Kleine chillt meistens im Schlafzimmer. Es ist so süß. So Leute, heute ist Fastenbrechen um 20.12 Uhr und wir haben es gleich geschafft in 22 Minuten, um genau zu sein. Ich habe jetzt Iron Flame ein halbes Kapitel, also das andere Kapitel hatte ich beendet, weil ich da mittendrin aufgehört habe und ein halbes Kapitel habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Ich muss sagen, ich kam gerade ein bisschen schwerer rein, aber jetzt geht's tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich gleich weiterlesen werde. Ich schau mal, ich werde mir heute die Pizza warm machen. Wasser habe ich mir auch schon, oh. Apropos Wasser, ich hatte unseren Filter-Dingsterbumster angestellt. Dadurch, dass ich die Kooperation aber gedreht habe, habe ich vergessen, wieder auf Start zu drücken. Das war schlecht. Ja gut, mein gefiltertes Wasser von gestern habe ich mir schon abgefüllt. Ja, voller ging das Glas auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwas zu essen dazu tun werde, aber ich glaube, die drei Stücke Pizza, das ist nämlich genau die Hälfte. Also das, was ich gestern gegessen habe, einfach die Hälfte, wird mir reichen. Und ja, ich habe zur Not noch so ein paar Saucis da. Bunchok Saucis. Ich glaube, da werde ich mir heute Abend ein paar machen. So ein paar aufgewärmte Saucis ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich habe auch noch ein bisschen Brot. Die Frage ist, ob das Brot noch gut ist. Ich sollte vielleicht echt mal morgen einkaufen gehen. Toll, jetzt ist hier kein Datum, wie lange das haltbar ist. Okay, ich werde nachher nach dem Brot mal gucken, weil ich glaube, ich mache mir dann so ein bisschen Brot. Saucis und einfach so ein bisschen Butter auf das Brot. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und ja, jetzt esse ich aber erstmal die Pizza. Und das ist nämlich die Pizza von gestern.
da. Und die mache ich mir jetzt gleich warm. Dann habe ich nämlich Essen für heute. Ich habe gerade eben zu Iftar gegessen. Ich glaube, ich habe euch sogar... Habe ich euch die Pizza gezeigt? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was gesnackt. Währenddessen habe ich ein Video geschnitten. Das exportiert jetzt gerade. Dann lade ich das hoch, schicke das der Firma zur Abnahme. Hoffe, dass sie damit zufrieden sind. Ich habe mir so lange Zeit gelassen bei diesem Video, Leute. I can't. Aber ich wollte den Airfryer für euch wirklich, wirklich in Ruhe testen. Und ich habe den jetzt über Wochen, wenn nicht sogar seit über einem Monat oder fast 2 Monaten, habe ich den getestet. Der ist so genial. Also falls ihr dazu ein Video haben wollt, wie ich euch auch zeige, wie ich das Ganze anwende und so weiter, dann schaut da auf jeden Fall definitiv rein. Und ja, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen was snacken. Ich habe mir nämlich auch unter anderem Funsies besorgt. Leute, ich habe richtig Bock auf Fonzies und ja, ich werde mal gucken, dass ich gleich vielleicht eine Serie oder so gucke, vielleicht aber auch was lese. Wir haben schon 21:11 Uhr, also desto später Iftar ist, desto schneller habe ich das Gefühl, geht der Abend irgendwie vorbei. Es ist einfach super schnell. Ich war vorhin auch mit den Mäusen draußen und morgen muss ich zu Hause einiges erledigen. Ich muss nämlich morgen, ich hoffe, dass ich genau dann da bin, wenn mein Paket kommt, weil ich mein Paket annehmen möchte und... Ich muss Pakete wegbringen, weil nämlich viele Leute wieder Wimpern bestellt haben. Das heißt, ich muss morgen schnell Pakete packen, dem Postboten alles mitgeben. Wollte zu Hause anfangen, wieder einmal durchzusortieren. Wir kennen das ja alle, mein monatliches Sortieren. Und jetzt gleich will ich mein monatliches Tagebuch weiterführen, weil ich einmal im Monat immer so ein Monthly Recap momentan mache, wo ich einmal im Monat halt positive und negative Sachen, die passiert sind, aufschreibe, um dann mal... auch mir selber vors Auge zu führen, so gesehen, wie viel Positives eigentlich in meinem Leben passiert, weil man sich immer nur auf das Negative fokussiert. Und ja, deswegen, ich würde sagen, das mache ich jetzt gleich in der Zwischenzeit, während das Video hochlädt. Und wollte später auch noch, ja, den Vlog vorbereiten. Das App-Kleidungsvideo könnte ich auch für diese Woche ready machen. Ich muss mal gucken, dass ich wieder mehr Videos drehe. Ich bin echt ein bisschen hinterher am Hängen, was so Videos produzieren und drehen angeht. Deswegen verzeiht mir da. Ich befinde mich jetzt wieder im Bettchen. Ich habe mich gerade bettfertig gemacht. Ich habe mein Gesicht gewaschen, meine Haut mein Gesicht eingecremt. Habe mir nochmal dieses Birkenwasser auf meine Kopfhaut gemacht. Deswegen sehen meine Haare auch so fantastisch aus die letzten Tage, weil ich die ganze Zeit Kopfhautserum und alles am Benutzen bin. Aber lieber so rumlaufen und dann im Sommer richtig geile Haare haben, anstatt die Zeit jetzt zu verplempern, wenn ich sowieso mal zu Hause bin. Leute, ich habe so gute Laune, ihr wisst nicht. Ich habe heute neue Bücher bestellt und ich habe so ein paar neue Reihen mir auch rausgesucht. Und ich bin so excited, das alles zu lesen. Ihr habt doch keine Ahnung. Ich werde morgen auf jeden Fall anfangen, die ganze Wohnung nochmal auszusortieren. Ich mache das ja immer alle paar Monate. Und es ist wieder soweit. Ich will, dass alles ein bisschen leerer wird, ein bisschen sortierter ist und ich will vor allen Dingen auch mein Bücherregal aussortieren. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sage, ich werde mein Bücherregal aussortieren, aber doch, ich werde mein Bücherregal aussortieren, weil ich glaube, es sind ein paar Bücher da drin, wo ich nicht mehr so Bock habe, die zu lesen und ich werde die einfach aussortieren und verkaufen, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich Bücher in meinem Regal stehen habe, wo ich keine Lust habe, die zu lesen. Und ich glaube einfach, desto mehr, desto länger man liest, desto mehr ändert man so seine Passion, was man gerne liest, was man nicht so gerne liest. Und ich habe viele Bücher zum Beispiel auch gekauft, ohne zu wissen, worum es da überhaupt geht. Ja, deswegen muss ich dringend mal über mein Bücherregal drüber sortieren. Und ich will halt nur noch so richtige Banger lesen, damit ich richtig motiviert bin, weiterzumachen. Ich werde, glaube ich, jetzt auch noch ein bisschen Iron Flame lesen. Ich war nämlich sauer auf mich, dass ich heute nur so 20 Seiten gelesen habe. Und ich habe mir vorgenommen, Iron Flame bis Ende des Monats fertig zu lesen. Ihr seht's. Wir müssen weitermachen, weil sonst komme ich da nicht mehr durch. Aber ja, der Monat hat gerade erst angefangen. Und mal schauen. Mal schauen, wie weit ich komme. Mal schauen, wie gut es mir gefällt. Ich muss sagen, ich habe einfach einen Heartbreak, seitdem ich die Entführt-Reihe gelesen habe. Das war... Ich kann es nicht in Worte fassen. Das war die beste Reihe, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Es waren die besten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist definitiv nicht für jeden was. Es ist... das Gestörteste, was ich je gelesen habe. Aber es war so gut. Es war packend von Anfang bis Ende. Und das jeden der 4 Bände durch, dass ich innerhalb von nicht mal einer Woche einfach 4 Bücher gelesen habe. 4 Bücher, Leute. A 300 Seiten. Rechnet euch selber zusammen, wie viel ich gelesen habe. Und ich will, dass mich etwas so krass nochmal packt. Und ja, ich habe jetzt eine andere Reihe gefunden. Ich hatte bei uns in die Buchgruppe nämlich eben reingeschrieben. Ihr wisst ja, ich hatte damals eine Buchgruppe gegründet und wir geben uns mittlerweile immer ein paar Tipps. Und ich hatte da so ein Buch reingeschickt, was mir eben angezeigt wurde. Und ich dachte so,
not that bad. Ich frag mal und viele haben, also die Mäuse haben jetzt reingeschrieben, so, oh mein Gott, richtig geiles Buch, musst du unbedingt lesen. Ist so ähnlich wie die Entführt-Reihe, nur nicht ganz so krass. Ich freue mich. Ich freue mich, weil diese Reihe hat 8 Bücher. Das heißt, ich werde ein bisschen was zum Lesen haben und ich freue mich auch nochmal. Leute, mein Geburtstag rückt immer näher und ich sag's euch ehrlich, ich freue mich jetzt schon auf meine ganzen Bücher, die ich auch zum Geburtstag bekommen werde. Weil ich werde mir wie immer nichts anderes wünschen außer Bücher. Und ja, ich werde jetzt weiterlesen, weil mich packt gerade die Motivation mit Lesen. Ich habe mir übrigens... Ich sag's noch nicht. Das kommt irgendwann anders. Ich sag's wann anders, aber ihr werdet sowieso früh genug mitbekommen. So, liebe Leute, guten Morgen. Ich bin noch gar nicht richtig abwesend. Ich bin ein bisschen kaputt. Ich habe wieder nicht so gut geschlafen. Ich habe richtige Rückenschmerzen die ganze Zeit. Ich muss jetzt kurz die Pakete gleich wegbringen. Dann wollte ich zu Hause ein bisschen was aussortieren. Vielleicht meine Extensions färben, wenn ich dazu komme. Und ja, mal gucken, was ich gleich alles so schaffe. Ich bin irgendwie heute ein bisschen kaputt. Ich wollte auf jeden Fall auch noch sonnen, ganz wichtig. Ja, mal schauen, wie es wird. So, Leute, Pakete sind übergeben. Meine Schiebenbestellung kam an. Ich werde jetzt gleich den Haul abbringen. Leute, ihr wisst nicht, wie sehr ich mich freue. Ihr wisst nicht, wie wunderschön diese ganzen Kleider sind. Ich freue mich jetzt noch mehr auf Sommer als sowieso schon. Und ich hatte selber etwas bei Schieben bestellt. Und zwar wollte ich Jessica eine kleine Freude machen. Wenn das jetzt mal nach unten geht. Ich habe nämlich mehrere solche Armbänder bestellt. Hier einmal in Blau, einmal in Bunt, einmal in Rosa. Und ich glaube, ja, Rosa und Blau habe ich mal nicht doppelt bestellt. Das habe ich auch noch geholt. Und dann habe ich so kleine Bänder geholt für unsere Taschen, die wir um die Henkel drum machen können. Die fand ich nämlich richtig, richtig süß. Und ich weiß, dass die Maus sowas auch mag. Deswegen dachte ich mir, mache ich der süßen Maus eine Freude. Die hatte ich nämlich doppelt bestellt, weil ich dachte, die werden ihr am besten gefallen. Bei denen hier war ich ein bisschen unsicher. Ich muss mir die gleich selber nochmal angucken, was ich davon behalte. Und dann habe ich mir einmal die in komplett so einem Beige bestellt. Bin noch nicht ganz sicher, ob ich die behalte, weil ich dachte eher, die wären weiß. Aber ist nicht schlimm. Ich freue mich riesig. So, ich habe jetzt ein bisschen was aussortiert. Ich werde das jetzt in eine Mülltüte packen. Ich habe meinen Arbeitsplatz neu vorbereitet. Ich finde das voll schön. Ich habe nämlich so eine neue Decke bestellt und muss jetzt gleich immer noch den Shein-Haul abdrehen. Ich habe überlegt, gleich die Couch ein bisschen noch auseinanderzuziehen. Denn ich habe mir so eine Polster U-Polster Protect geholt bei Amazon. War ein bisschen teurer. Ist eine 500ml Flasche. Ich weiß nicht, ob das ausreichen wird für das ganze Sofa. Vielleicht für ein halbes. Aber das soll so einen Abhalleffekt machen. Wie wenn du so deine Schuhe imprägnierst. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Mal gucken, ob ich das heute oder morgen mache, weil ich will halt, dass die Couch logischerweise geschützt ist. Und ich will das aber in den Innenseiten ausprobieren, weil nicht, dass ich das nachher hier irgendwo an die Seite knalle und dann verändert sich die Farbe oder so. Und ja, Leute, ich bin noch gut am Aussortieren. Ich bin meinen Schrank am Aussortieren, immer noch. Leute, ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte. Das heißt, ich muss morgen nur noch die Kleider kurz fotografieren. Morgen ist Jessica aber auch da. Wir tönen wahrscheinlich morgen ihre Haare. Ich werde morgen meine Extensions einfärben. Und ihr wisst nicht, wie happy ich gerade bin. Ich bin so im Urlaubsmodus. Ihr habt doch keine Ahnung. Ja. Und zwar bin ich jetzt auf dem Weg noch kurz zu einer Poststelle. Dann halte ich noch kurz bei Aldi. Ich werde mir nämlich bei Aldi ein bisschen was an Obst holen. Ich habe nämlich Lust, heute zu Iftar etwas Obst zu essen. Und deswegen werde ich mir jetzt Obst holen. Und ja, ich freue mich einfach. Heute ist ein richtig guter Tag. Es hat jetzt gerade angefangen zu regnen. Ich habe in einer Stunde und 10, 15 Minuten so um den Dreh, kann ich mal fast umrechnen. Ich glaube, ich werde das, bringe ich das eine Paket morgen mit. Nee, komm, ich bin das jetzt dann habe ich es hinter mir. Ja, ich freue mich einfach sehr auf den morgigen Tag. Ich freue mich morgen, Jessica zu sehen. Wir wollten morgen Cheekhafte Wraps essen. Und ich wollte, beziehungsweise wir wollten uns auch noch zusätzlich Helva holen. Habe ich auch richtig Bock drauf. So Leute, ich bringe jetzt mal schnell mein Paket weg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mir jetzt im Speedy Gonzales Level mein Iftar-Essen gemacht. Und zwar 2 Toastbrote. Einmal mit Frischkäse. Einmal mit so einem... Ihr kennt diesen Käse, ich weiß gerade nicht, wie man ihn nennt. Dann haben wir 2 Pfläumchen und da haben wir noch ein paar XXL-Blaubeeren und ich freue mich so sehr auf mein Essen. Ich bin gerade übrigens wieder im Hulan. Diesmal nach Iftar und ich werde gleich noch eine Kleinigkeit snacken, auf jeden Fall noch was trinken.
Und dann schauen wir mal, was ich heute noch mache. Ich glaube nämlich nicht mehr viel, außer noch ein bisschen lesen. Good morning, my loves. Ich habe den ganzen Morgen im Bett verbracht. Eigentlich wollten Jessica und ich uns heute treffen. Ich liebe es, wie wir jetzt zweimal verschoben haben, weil wir beide einfach so keine Kraft, kein gar nichts. War dann heute auch unmotiviert, weil sonst hätte ich gesagt, komm, fahre ich nach Kerpen. Gehe ich mit Bodda eine Pfeife rauchen. Das haben wir aber jetzt auf morgen gelegt. Das heißt, morgen Abend bin ich auf jeden Fall mit Bodda verabredet. Ich werde dann in Kerpen meinen Iftar brechen. Und ich habe überlegt, eigentlich könnte ich jetzt die Wawas schneiden. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich verschiebe das seit Wochen. Ich glaube, ich habe die das letzte Mal Neujahr geschnitten. Ach du Scheiße, ich habe die wirklich das letzte Mal Neujahr geschnitten. Ja. Und daher, dass sich das heute, wie gesagt, alles verschoben hat, ich aber jetzt auch nicht nach Hause fahren will, weil unnötig. Oh, ich habe die Fenster offen gelassen. Ja, das war nicht so schlau, aber ja, ich habe die Fenster gestern auf Kipp gemacht, damit alles durchziehen kann wegen der neuen Couch. Ich habe euch die neue Couch immer noch nicht gezeigt, ne? Egal, hol mir nach morgen. Ich muss nämlich morgen auf jeden Fall kurz nach Hause mir was zum Anziehen holen. Damit ich was zum Anziehen habe. Und ja. Schön, dass ich aufnehme und er hört einfach auf mit dem Rennen. Cool. Ich habe noch 45 Minuten, bis ich essen darf. Ich hole mir jetzt einen Skiköfte-Wrap und Helper. Ich habe gerade mit euch 2 Minuten geregnet, genau. Und er hat nicht aufgenommen. So Leute, mein Food ist bereit. Hier haben wir einmal Helva und zwar einmal Schoko-Helva mit Pistazie, Schokostreuseln und Pistaziensoße. Dann haben wir hier einmal Lotus-Helva und normales Butter-Helva mit Tahinsoße und Haselnüssen. Und hier ist einmal mein Chiköfte-Wrap. Leute, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich darf jetzt mein Fasten brechen. Und ja, let's go. Leute, ich bin gerade wieder am Hulan. Tag 3 in Folge. Leute, ich liebe diese zwei kleinen Monster, wie sie mir zugucken, wenn ich Sport mache. Ich könnte sie doch einfach aufessen. Wie kann man denn so süß sein, bitte? Die kleine Maus liegt da wie ein kleiner Wurm und klein Bibik hat sich jetzt daneben gelegt. Zuckersüß. Zuckersüß, die zwei. Hallo, ihr kleinen Zuckerpuppen. Ich habe jetzt mein Schwämmchen ausgewaschen, habe mein Gesicht gereinigt, meine Haare gewaschen, werde mich jetzt schminken. Und wenn ich geschminkt bin, mache ich noch schnell meine Haare. Zu Hause werde ich mich nachher umziehen. Ich muss noch bei der Post ein Paket abholen. Und würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal ready, weil so rausgehen geht gar nicht. Übrigens, er hier ist eine Katastrophe, weil er macht einfach eine Delle auf meinem Gesicht. Lieben wir überhaupt nicht. Ich kann es nur gerade nicht ändern. Es ist schwierig. Was soll ich euch sagen? Es ist schwierig. So, liebe Leute, Make-up sitzt. Ich werde jetzt under the shower duschen gehen und dann werde ich meine Haare föhnen, meine Haare noch schnell vorbereiten, mich auf den Weg zur Post machen. So langsam kriege ich auch Hunger und dann schauen wir mal. Können wir ganz kurz darüber sprechen, wie lang meine Haare geworden sind? Ey, ich komme auf mein Leben nicht klar, wie krass meine Haare gewachsen sind. This is crazy, you crazy girl. Ja, ich muss auf jeden Fall die Anpassung von meinen Längen und so machen, aber wow. Wowie, wow, wow. Amazing. I'm ready. Ich werde jetzt noch dieses Mess hier beseitigen, weil Krise. Hairs and done. Und dann ziehen wir uns zu Hause an. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Post. Ich hoffe, dass die jetzt noch aufhaben, weil die Würfel, glaube ich, um mich herum, die schließen und wann die öffnen. Also es ist wirklich Katastrophe. Deswegen fingers crossed, dass ich mein Paket jetzt gleich bekomme. Ich muss sagen, ich fühle mich heute echt ganz, ganz süß. Ich weiß nur noch nicht, was ich gleich anziehe. Ich habe nämlich jetzt eine Jogginghose und ein Bustier an. Deswegen habe ich auch meine Jacke zugemacht. Ja, aber ich freue mich nachher so aufs Essen. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, sollen wir eine Pizza nehmen oder Pizzabrötchen? Ich glaube, ich tendiere eher zu Pizzabrötchen, weil die kann man besser warm machen. Die schmecken sogar kalt besser als normale Pizza. Und ja. Ich würde sagen, ich melde mich dann später. So, ihr Mäuse, ich habe jetzt alles für morgen vorbereitet. Ich habe mir, können wir es glauben, ich habe mir einfach einen Rollkragenpullover angezogen. Ich war heute irgendwie mutig. Ich dachte mir so, komm, ist ganz bequem. Und ich ziehe jetzt gleich noch meinen Mantel an. Da mache ich mich, glaube ich, langsam auf den Weg. Ich muss noch ein paar Sachen ins Auto bringen. Ich muss noch eine Sache im Keller holen.
Die hole ich, glaube ich, jetzt schnell hoch, bring das schnell runter, lass die Mäuse schnell hier. Ja, und dann schauen wir mal, wie schnell ich fertig werde. Übrigens, Gold, wie mein Make-up jedes Mal an meiner Nase geht, weil meine Nase läuft. Lieben wir. Wir fahren jetzt los zu Barra. Der kriegt schon die Krise mit mir, weil ich bin heute hungrig. Ich die ganze Zeit so, ich will losfahren. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Der Arme, der sitzt beim Friseur und ich komme den jetzt abholen. Also ich gehe den jetzt abholen. Ich kann Deutsch nichts gönnen. Ja, auf jeden Fall gehen wir den werten Herrn jetzt abholen. Und danach fahre ich dann noch ins Solarium. So kriege ich meine Stunde warten noch gut rum, weil ich bin erst um 19.06 Uhr da. Und heute ist ja so, gestern war glaube ich Viertel nach, heute ist bestimmt so 16, 17 nach 8. Ja, ich habe gut viel Parfum drauf gemacht, also es war ein bisschen zu viel des Guten, aber ist nicht schlimm. Ich freue mich richtig aufs Essen, Leute. Ich glaube, ich werde mir heute Pizzabrötchen mit Thunfisch holen, obwohl Barra mich überzeugen wollte von einer Pizza mit Dönerfleisch und was war das, irgendeine Cocktailsoße oder so. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Aber ich wäre eigentlich motivierter für Pizzabrötchen, weil die kann man so leichter snacken und die schmecken auch gut, wenn die ein bisschen geil sind, wisst ihr. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von meinem Make-up heute halten soll. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben. Ich habe ein bisschen was anderes gemacht. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, ich hoffe, ich fahre hier richtig. Deswegen, ich würde sagen, ich mache jetzt mal Kamera aus und gucke mal, ob ich richtig am Fahren bin. Ja, wir fahren richtig. Das ist super. Okay, Mosis. Dann würde ich sagen, bis später. Bis gleich. Ich zeige euch, wenn ich da bin. Keine Ahnung. I don't know. Ich werde aber gleich, wenn ich da bin, mit der Mausis noch rausgehen. Dann habe ich das nämlich auch hinter mir in der Zwischenzeit, wo Barra und Sonne geht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und ja, ich würde sagen, bis da. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen, ne? Schön. I'm back at home, my loves. Ich bin so kaputt irgendwie. Ich bin so müde geworden eben. I can't. Unbeschreiblich. Ja, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich werde mich jetzt, glaube ich, direkt abschminken gehen. Auch wenn mein Make-up sah halt okay aus. Also ich glaube, ich hatte schon mal bessere Make-up-Tage, aber it's not that bad. Und ja, ich würde sagen, bis später, bis morgen mal sehen. So Leute, ich muss gleich nach Hause arbeiten und mache mich jetzt dafür ready. I'm ready for work. Ich mache gerade Musik an. Meine Kundin müsste auch gleich jeden Moment klingeln. Leute, wir reden nicht drüber, okay? Das ist das größte Drama des Tages heute. Aber egal, ich mache jetzt Musik an und würde sagen, ich melde mich später nach meiner Kundin oder nach meinen Kundinnen, weil ich habe nicht nur eine heute. So, ihr Mäuse, ich bin gerade fertig geworden mit der ersten Kundin für heute und habe jetzt gleich auch die zweite. Ich freue mich ganz doll, denn das ist eine Nacharbeit nach fast 2 Jahren und ich bin gespannt, wie es abgeheilt ist. Und ja, ich werde mich jetzt noch eine halbe Stunde ausruhen, denn die Maus kommt erst in einer halben Stunde. Ich muss mal mein Make-up hier nachmachen, weil meine Nase eben am Laufen war. Habe ich die geputzt und habe nicht gesehen, dass es so aussieht. Ja, heute mein Make-up. Darüber, wir reden nicht drüber, okay? So, Leute. Ich kann nicht mehr. Boah, dieser Tag. Ich muss sagen, Ende Ramadan hin ist wirklich für mich die reinste Katastrophe. Ich bin so kaputt, ich bin so hungrig. Die letzten 5 Tage werden für mich jetzt der absolute Kampf. Ich habe gestern so wenig gegessen, dass es mir heute genauso geht wie gestern. Ganz, ganz schlimm. Und ich bin jetzt auf dem Weg. Ich gehe jetzt mit einer Freundin was essen zu Iftar. Ich glaube, ich bin heute wieder ein paar Minuten zu spät dran, aber es ist nicht schlimm. Ich habe gerade mein Make-up ein bisschen... Was ist das? Ein Flugzeug. Ich habe gerade mein Make-up ein bisschen aufgefrischt. Das Ding ist, ich habe mich vorhin so verschluckt, dass ich einfach, dass mir hier die ganze Zeit eine Träne runterlief. Jetzt habe ich irgendwie versucht, mein Make-up zu retten. In der Kamera sieht es okay aus, aber es sieht in Real Life überhaupt nicht okay aus. Also wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Egal, ich muss irgendetwas essen und daher, dass ich nicht zu Hause habe, hätte ich jetzt entweder etwas bestellt oder ich würde was essen gehen. Daher, dass ich mich aber heute so in diesem Aufzug nicht traue, alleine essen zu gehen. Und mir eine Freundin geschrieben hatte, dachte ich mir so, komm, dann gehst du mit ihr zusammen was essen. Und das machen wir jetzt. Ich hole die Maus jetzt ab vom Bahnhof und dann gehen wir zusammen was essen. Ich freue mich. Ich glaube, wir gehen irgendwo beim Türken etwas essen. Also, ja, irgendwas Türkisches mit Reis und sowas bestimmt. Deswegen würde ich sagen, ich melde mich dann gleich beim Essen. Die Kundinnen waren super, Leute. Das Ding ist, meine letzte Kundin gerade.
gerade eben, die war vor 2 Jahren bei mir, das war jetzt ein Auffrischungstermin. Ey, ich finde es faszinierend, wie krass sich meine Arbeit gewandelt hat und wie gut meine Arbeit auch geworden ist. Es ist wirklich heftig. Also mir fehlen wirklich die Worte, wie heftig meine Arbeit einfach ein komplett anderes Level geworden ist. Und das Krasse ist, es sah trotzdem gut aus, obwohl es 2 Jahre her ist. Es war so gut und ich bin stolz auf mich. Also eben war wirklich so ein Moment, ich bin so stolz auf mich. Wow. Wow. Ich habe mich so gemacht, was meine Arbeit angeht. Ich habe mich so krass verbessert und es ist so unfassbar gut geworden. Es ist wirklich amazing. Ich bin wirklich, das war wirklich eines der Momente, wo ich mir selber so einen Schulterklopfer geben konnte, wo ich gedacht habe, ja Mann. Und sie hat auch zu mir gesagt, sie so, boah, damals deine Arbeit war schon gut, aber heute deine Arbeit ist anders. Und du hast richtig gemerkt, wie sie zusammen mit mir stolz auf mich war und ich war so, oh mein Gott. Und ihr hat das Ergebnis so gut gefallen, das war so toll. Das Ding ist, die Arme, die ist so stark angeschwollen. Sie ist letztes Mal bei der ersten Behandlung und bei der ersten Sitzung auch schon krass angeschwollen. Aber diesmal halt auch wieder. Aber diesmal ging es tatsächlich noch im Gegensatz zum letzten Mal. Und ja, Leute, deswegen, ich freue mich jetzt auf was zu essen. Ich merke auch gerade, dass ich immer mehr Hunger kriege. Ich bin froh, wenn wir gleich im Restaurant sitzen, ich was trinken kann, ich was essen kann, weil ich habe Durst, ich habe Hunger. Ich bin einfach durch mit dem Tag heute. Und danach bringe ich meine Freundin nach Hause und dann fahre ich auch direkt zu mir. Und werde mich, glaube ich, was hinlegen, ein bisschen was lesen, weil ich kann nicht mehr. Ich bin heute echt durch. Das war wirklich, also ich muss sagen, wenn du fastest, ist es wirklich anstrengend, dann dich so hochkonzentrativ zu arbeiten. Ich rede jetzt nicht von einem Bürojob, wo du auch mal vielleicht einen Fehler machen kannst, aber das ist schon was anderes. Sonnenbank war damals auch was anderes, auch wenn ich da den ganzen Tag am Rumstehen war und am Putzen war, aber das ist echt nochmal was anderes, wenn du den ganzen Tag dann dich so hochkonzentriert arbeitest. Make-up ist done, heute ist Shooting Day, bedeutet, ich springe jetzt schnell unter die Dusche, dann föhne ich noch meine Haare und dann mache ich mich auch schon auf den Weg zu Jessica, denn heute ist next Shooting. I'm ready, ich habe jetzt meine Haare gemacht, ich habe jetzt kurz so eine Jacke drüber gezogen, ich habe so ein Bralette drunter und so eine kurze Radler-Shorts, weil ich habe meine ganzen Outfits in Auto gelassen, aber egal, ich muss mich ja sowieso im Auto umziehen. Ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg. Reden wir ganz kurz über mein Outfit of the Day. Einfach diese Radler-Shorts und dann dazu Sneaker. Lieb's. Ey Leute, wie unmotiviert sind wir heute bitte? Leider. Ich kann nicht mehr. Einfach obwohl das Wetter super ist, ne? Das Wetter ist wirklich richtig schön. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Es ist ganz, ganz toll. Nicht zu sonnig. Nee, es ist super. Und wir beide so, gar keinen Bock eigentlich. Ich war eben voll motiviert. Mhm. Und dann habe ich dich gesehen. Nein, ich bin wirklich losgefahren und ich dachte so, ja Mann, das wird's heute. Und dann starten wir so und ich denke so, boah, nee. Es hat angefangen mit dem Blumen. Ja. Es hat angefangen. Erzähl mal, in wie vielen Blumenläden wir waren, bis wir die perfekte. In wie vielen waren wir eigentlich? 3, 4? 4. Wir waren im Blumenladen, wir waren im Rewe, wir waren bei Aldi. Nochmal bei Rewe. 5. Oh. Ja, Leute, wir waren bei 5 Läden, um Blumen zu finden. Die benutzen wir auch für den Geburtstag meiner Mom. Aber die sind halt echt nicht das Gelbe vom Ei, ne? Auch wenn die orange sind und aussehen wie das Gelbe vom Ei, aber nee. Also, irgendwie nicht. Ich bin traurig. Scheiße, jetzt kommen wir hier nicht rein wegen dem Türsteher. Scheiße, ich bin gerade komplett überfordert. Hinter uns ist ein Auto. Nein, da darfst du nicht rein. Geradeaus muss. Warum? Aber da sind Parkplätze. Was steht da drauf? Achso, hier dann fahr. Frankfurt und Partner. Okay, da ist irgendeine Veranstaltung. Ja, die werden es überleben, wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde kurz den Parkplatz blockieren, okay? Ey, diese Bäume, irgendwie haben die was, ne? Aber irgendwie sehen die auch aus wie so ein Knochen für einen Hund. Mhm.
Du bist ein böser Hund. Die Mama ist böse, nicht meine. Nein, ich bin süß. Routing, ich muss sagen, Leute, ich weiß nicht, warum wir heute so unmotiviert waren. Also das Wetter ist perfekt. Ich war auch richtig motiviert, als wir losgefahren sind. Als ich losgefahren bin noch. Und dann war ich auch voll motiviert, als ich die Maus gesehen habe. Aber irgendwie dann sind wir Blumen holen gegangen. Und wie wir eben schon gesagt haben, wir waren in 5 verschiedenen Läden. Wir haben nicht wirklich was gefunden. Jetzt haben wir die hier. Die hier. Für meine Mami. Damit haben wir aber auch noch ein bisschen Content gemacht. Und die halt umgepackt, weil das waren mehrere verschiedene. Das heißt, ich hätte die sowieso umpacken müssen. Aber irgendwie, die sind echt nicht das Wahre, ne? Und mich nervt das so, weil ich jedes Mal sind wir auf der Suche nach so richtig geilen Blumen. Und jedes Mal, wenn wir kein Shooting machen, finden wir beide, egal wo, richtig geile Blumen. Und jetzt nicht. Ich melde mich später. Ja. Was sieht meins? Leute, wenn man sich nicht entscheiden kann, bestellt man einfach beides. Natürlich.